Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das Licht der Hoffnung, Light of Hope. Wir können jetzt eventuell Erdbeergelee herstellen oder auch Erdbeermarmelade oder auch, mir ist scheißegal. So, wir können Brot herstellen, gutes Brot, gegrillte Regenbogenforelle, wofür uns Salz fehlt. Strawberry Jam oder Crate Strawberry Jam. Können wir auch Crate Strawberry? Oh, können wir sogar auch. Aber uns reicht einmal normal. Das war ein merkwürdiges Geräusch. Aber hey, wir haben sie. Wupp, wupp, wupp. Das heißt, wir können damit jetzt zur Erntegöttinnenquelle watscheln. Ist das nicht wundervoll? Wir machen das direkt mal. So. Aber wir können auf dem Weg dahin ja mal kurz zu Sophia schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Muscheln mag. Wir können es ja mal ausprobieren. Das ist aber ein Gag. Der wird jetzt schon so. Ich will Muscheln. Der wird jetzt die ganze Zeit weitergehen. Oh mein Gott, danke! Oh, wie sie sich alle über die Muscheln freuen. Das ist herrlich. Herrlichst. So, nein, hier wollte ich gar nicht hin. Wo wollte ich denn hin? Was wollte ich denn nochmal? Ach ja, zur Erntegöttinnenquelle. Da war ja was. Die war hier oben irgendwo, schätzungsweise. Ja. Und hier müsste ich mal vielleicht das Ding mal reparieren. Pio, warum bin ich auf der anderen Seite? Wie bin ich da hin? Ach, egal. Das eigentlich jetzt hier zu sein. Ist das irgendwie eine Abkürzung von irgendwo? Achso, jetzt können wir hier so lang. Ah, verstehe. Okay. Gut. Dann auf zur Erntegöttinnenquelle. So, wie sieht denn dein Plan aus, Woody? Was tun wir als nächstes? Wir beten. Aber was ist, wenn nichts passiert? Und was ist, wenn etwas passiert? Die Möglichkeit, dass etwas passieren könnte, ist es schon wert, es allein zu versuchen. Auf das kleine Baum, wie will. Fing auf something later. Ja, wenn das hier einfach halt ins Wasser fällt, dann überlegen wir uns etwas anderes. Aber Woody Woody Boo, Woody Boobil Boo, Maybe Baby, vielleicht die Leichtie. Cool. Achso. Achso, ja, vielleicht sollte uns Woody ja erklären, was er glaubt, was passiert, wenn wir das tun. So ein Verhalten sagt sie. Now everyone begins of her prayers. Okay, das werdet ihr schon rausfinden, wenn es klappt. Wir fangen nun an mit Beten. Hui! 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 Es kommt der Vogel und macht Hui! Und schon hat's geklappt. Dumm, da, 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 da! Na, na, ratet mal! Richtig, deine Erntegöttin ist hier. Oh! Oh, sag, was macht ihr denn alle hier? Wie geht's euch? Oh mein Gott, das ist die Erntegöttin. And who might be? Okay, sie fragt uns, wer wir sind. Ich glaube nicht, dass wir uns jemals schon getroffen haben. Yume? Oh, das ist ein süßer Name. Danke, dass du den ganzen Weg hier auf dich genommen hast. Und nicht zu vergessen. Oh mein Gott, das ist Erdbeermarmelade. Ich liebe Erdbeermarmelade. Ob sie auch Muscheln liebt? Oh mein Gott, Woody hat immer die besten Ideen. Das ist richtig. But at times switch and let to the hypnotist. Okay. Ich wusste, die Erntegöttin kann sich in einen blauen Vogel verwandeln. Okay, was mir zu dieser Hypothese gebracht hat. Now, transform into the blue bird. Okay, er fragt gerade, warum sie sich überhaupt in einen blauen Vogel verwandelt hat. Hat es irgendwas mit diesen ganzen komischen Dingen zu tun, die auf dieser Insel passiert sind? Ach, Woody, du bist so klug. Das ist genau richtig. Denn verstehe, I found a few things out myself. Ich habe einige Dinge herausgefunden. Als erstes, der Kleine heißt, oder? Okay, dass es dieser Insel so geht wie jetzt, hat etwas mit dem Lighthouse, mit dem Leuchtturm zu tun. I don't know what caused the big storm, but I do know what the lighthouse lost energy when the tables go. Okay,
Sie weiß nicht, woher dieser furchtbare Sturm gekommen ist. Oh, ich habe gerade übelst gesächselt, ey. Sie weiß nicht, woher dieser Sturm gekommen ist, aber sie weiß, dass der Leuchtturm seine Kraft verloren hat, weil diese Steinplatten weggeweht wurden. Oh, das ist der Key Item I made sure to keep one, so that it wouldn't be fallen to bad hands. Okay, als sie herausgefunden hat, dass diese Steinplatten der Schlüssel sind, hat sie extra einen behalten, so damit er nicht irgendwie in böse Hände fällt. Heißt das, sie hat eine Platte? Also seems someone is intentionally causing this big storm. Okay, aber sie glaubt halt auch, dass irgendjemand diesen Sturm hervorgebracht hat. Also ihn gerufen hat, für ihn verantwortlich ist. I know that the mages are trying super hard to figure out it too, but I really hope this problem gets fixed soon. Okay, sie weiß, dass die Magier in diesem Dorf hier versuchen, diese Sache auf den Grund zu gehen. Aber sie hofft, dass wir dieses ganze Problem drumherum so schnell wie möglich fixen können. Also, dass wir schnell dahinter kommen. Schnell darauf kommen, was dahinter steckt. So, the picture. With you back in the picture, I'm sure everything will be fine. Ja, jetzt, wo du zurück bist, bin ich mir sicher, dass alles gut wird. Und nicht um zu vergessen, Yume hat einen super duper Job geleistet. Achso, jetzt werde ich auch noch ein bisschen gelobt. And with that, Yume, I want you to keep the stone tablet. Don't worry, I will be cheering on you. Okay, sie gibt uns jetzt diese Steinplatte, die sie aufbewahrt hat. Und sie zählt auf uns. Oh, worauf wartest du noch? Steck sie zurück in das Panel am Lighthouse. Am Leuchtturm. So, wir reden mal mit allen. So, jetzt können wir auch gleich rausfinden, ob die Antigöttin Muscheln mag. Mag die Antigöttin Muscheln? Das werden wir alles bald herausfinden. Naja, du weinst immer. Hallo Antigöttin, die wo da jetzt da ist, sein tut. Ja, magst du Muscheln? Natürlich, ja, da mag Muscheln. Oh, du gibst mir das. Das liebe ich. Ach, Junge, mein süßes kleines Kindchen. So. Hey, hier hast du eine Muschel. Oh yeah, danke. So, bis auf Oliver sind jetzt auch alle da, ne? Oliver, der kleine Knopf fehlt noch. Oh, ich danke dir, ich bin so glücklich. Oh, meine Tränen. Oh mein Gott, Armin. Oh mein Gott, ich weine nicht, okay? Okay. Er weint nicht. Dann ist ja gut. Ich dachte schon, er weint. Heulsuse. Das wäre ja lächerlich, dieser Gedanke. So, wir haben noch ein bisschen Energie übrig. Wir gehen auf jeden Fall so nicht sofort zum Leuchtturm. Der Tag ist schon so angeschlagen. Ich möchte auch mal endlich mal, dass wir unser Zeug verbessern können. Mann, ey. Am besten. Ich gehe nochmal ein bisschen hier rumbuddeln. Dann würde ich gerne zu Tabitha gehen. Gehen wir an die 16 hier. Und ihr das Zeug geben, was sie braucht. Ich habe Glasmaterial brauchte sie, genau. Das würde ich ihr gerne geben. Hammer, ja. Ich meine, wenn wir was haben, können wir sie ja geben. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie mehrere Sachen an Requests kriegen können oder ob irgendwann Schluss ist und wir erst wieder welche lösen müssen und ob das für jeden Charakter individuell ist, wie in den Folgen Harvest Moon Teilen. Ach, hoch. Hoch. So. Ich habe keine Ahnung. So, ein Stein. Vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen für uns was kochen. So Erdbeermarmelade, so dass wir davon etwas essen können. Weil, wir gehen mal wieder hoch. Mit der Energie auffüllen ist es ja immer so eine Sache hier. Vielleicht sollte ich mal zu René gehen und ein bisschen Salz holen. Dann kann ich ein paar Fische anbraten und die dann mampfen. Ich glaube, das machen wir auch jetzt mal. Auf zu René. Zu seiner Cuisse. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich bin kein Franzose. Das hier, der richtige Autistenschreck hier, ne? Dass das Ding da ist und nicht hier. Oh Gott, bald. Die Ecke hier geht echt nicht. Das ist echt doof, wenn wir diese Ecke hier noch machen könnten. Wir wissen, ich versetze eigentlich alles um eins nach da. Das wäre besser. Mach ich auch. René. Moah, René, haben wir dir eigentlich schon eine Muschelhäule geschenkt? Ich weiß es gerade gar nicht.
Nein. Oh mein Gott, eine Muschel. Danke. Oh, Baby. Mwah. So. Ja, ich sehe müde aus. Ich sehe immer müde aus. Hast du Salz? Ja, du hast Salz. Ja gut. Wir kaufen wir denn mal? Ich sag mal 20 Stück so, ne? Wir sind ja das Money am Heaven. So, Zucker. Kaufen wir mal. 16 Stück. So. Mehl kostet ein bisschen viel, ne? Das kann ich auch selbst anbauen. Und, oh, das ist richtig teuer. Okay, Salz und Zucker. Mal gucken, was ich daraus alles so zaubern kann. Gucken wir mal. Also ein bisschen Fischbraten war, glaube ich, keine schlechte Idee. Dass wir einfach mehr Energie haben. Schon alleine für die Mine, dass wir da ein bisschen tiefer kommen. Gucken wir mal. So. Hoffentlich kostet, Marmelade. Das ist Orangen. Also Marmelade ist einfach Orangenmarmelade. Okay. Mayonnaise. Können wir eigentlich auch machen, ne? Ultimative Supreme-Mayonnaise. Legendäre Mayonnaise. Man kann es auch übertreiben. Und gekochtes Ei. Können wir auch machen. Ein paar gekochte Eier. Warum nicht, ne? Fried Egg. Das Butter. Achso, da brauchen wir noch Butter dazu. Oh, ich glaube, das ist sogar besser, als wenn ich vielleicht Feuer machen soll. Und Peach Pie! okay, das reicht erstmal. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt einfach mal ins Bettchen. Oder nein, wir warten ja noch auf Tabitha. Ich möchte ihr gerne noch was geben. Wo ist sie denn überhaupt? Nirgendwo, natürlich. Warum auch nicht? Da gucke ich mal. Gibt es die Gerichte hier? Ich esse die mal. Da? Krass konsumiert. So, jetzt habe ich wieder gute Energie. Nom, 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 nom. Das hätte ich vielleicht auch öfters mal angeln. Ah, das habe ich auch voll schlimm immer bei Cool Factory Frontier gemacht. Da habe ich auch mal ewig geangelt, damit ich dann genug Essen habe, wenn ich dann in die Minen gehe, beziehungsweise in die Dungeons. So ein Rune Factory-Teil könnte ich eigentlich auch mal wieder Let's Playen. Da gibt es ja auch einige für den DS. Da überlege ich aber, ob ich das direkt von meinem DS aufnehme. Ich habe die Teile hier. Oder ob ich das über Emulator mache. Das weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls die ersten sind dann noch mit normalen DS. Da könnte ich ja vielleicht wirklich gucken, ob ich das emuliere. Weil das ist immer einfacher, als das über ein 3DS zu machen. Ich meine, es ist eine rechtliche Grauzone, weil ich hatte das Spiel ja eigentlich. Von daher, ich guck mal, wie es besser ist. Vielleicht gibt es es auch auf Deutsch zu emulieren. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Home Factory, mega geile Spielereihe. Kann ich nur empfehlen. Das Beste, was es gibt. So. Ja, komm. Yes. Oh Mann, ich brauche dringend, aber wirklich dringend, einen besseren Hammer. Sich hier sonst noch ewig alles. Oh, und auch eine bessere Hacke vor allem. Kann ich dann hier so schön 3x3 Feld auf einmal so. Pff, richtig geil. Ich finde es auch gut, dass es hier so designt ist, dass man hier quasi immer 3 Felder auf einmal. Man kann hier alles mit 3er-Feldern hier aufdecken. So. Da, la, la, la. Was gibt's denn hier? Oh ja, da, nice. Oh Gold, nice. Also, an Gold fehlt es mir schon mal nicht, möchte ich anmerken. Richtig krass am Gold haben hier. Gucken wir uns ein bisschen auf die Uhr. Ja, komm. Ups. Komm, eine Etage mache ich noch. Eine Etage cleare ich noch. Und dann dürfte Tabitha. Da ist die schon irgendwo. Ich kann jetzt auf die Karte gucken, wenn ich hier unten bin. Was ist denn das? So, hier. Paridot. Silber. Gefällt mir. Ich mag hier die Minen. Das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen motivierender, ein bisschen lustiger als die anderen Minen, die es da immer gab. Bei den Folgen Harvest Moon Teilen. Also bei Lost Valley und. Nee. Bei Lost Valley und Skytree Village. Die guten alten normalen Minen. Bäm, wo man sich richtig voranarbeiten muss. Das
Das ist motivierender, das gefällt mir. So. Der Bitter. Ich würde dir gerne... Du bist hoffentlich auch da, ne? Wo bist du? Ja, sie ist zu Hause, sehr gut. Ich würde dir gerne geben, was du verlangst. Hi. Oh, Yume, warst du in der Lage, mir das zu bringen, was ich wollte? Ja, hier, bitte. Oh, das ist perfekt. Nun kann ich ihm zeigen, wer der Bessere ist. Ja, wenn denn ich bin besser. Aha, aha, komm, den von... Okay, das nächste Mal zählt sie dann so voll auf mich. Und wir haben jetzt irgendwelche Seeds gekriegt. Ich kann da mal gucken. Was haben wir denn für Seeds gekriegt? Cabbage, weit. Ach ja, hier die Tulip-Seeds. Okay. Magst du Seashells? Oh mein Gott, ich liebe Seashells. Woher wusstest du das nur? Nur so geraten. Ich weiß auch nicht. Gut, apropos Seashells. Wir haben jetzt nicht mal so viel zu tun. Aber wir haben noch Energie. Das heißt, ich gehe jetzt wieder runter und suche Seashells. Ich bin wahnsinnig, ich weiß. Aber sie alle lieben sie. Und ich möchte, dass mich jemand 1,5 Noten dolle liebt. Das ist mein Traum. I got a dream. I got a dream. Und keiner mag mich 1,5 Noten. Vielleicht Elisabeth oder Melanie. Oder Sam. Oder Sally. Die habe es Gottes noch nicht. Juvie auch noch nicht. Wir kriegen das schon noch hin. So, da darf ich schon wieder ein riesiges Gebiet umgraben. Oh yeah. Und los geht's. I want the seashells. Oh mein Gott, sind das wieder Seashells. Ich bin furchtbar. Okay, ich würde sagen, ich grabe hier noch ein bisschen offscreen weiter. Und verabschiede mich dann mal für die heutige Folge bei euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Schreibt einen Kommentar, das wäre auch sehr lieb. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Yume, let's play Harvest Moon und das Licht der Hoffnung. Light of Hope, ihr wisst schon. Tschüss.